In Griechenland gibt es am Mittwoch keine Nachrichten, weil die JournalistInnen in einen 24-Stunden-Streik getreten sind. Ihre Gewerkschaften fordern die umfassende Aufklärung des Zugunglücks vor gut zwei Wochen, bei dem in Mittelgriechenland 57 Menschen starben und Dutzende verletzt wurden. Im Radio und Fernsehen liefen statt Nachrichten Nachrichtenmagazine vergangene Tage, Dokumentationen, Musiksendungen und Filme. Nachrichten gibt es erst wieder seit Donnerstag 0 Uhr Ortszeit. Aber auch die heutigen Zeitungen werden nicht erscheinen, teilt die JournalistInnen-Gewerkschaft weiter mit. Auch auf den Internetportalen gab es in diesen 24 Stunden nichts Neues. Schweigen für 24 Stunden für die 57 war die einzige Message, die eines der griechischen Nachrichtenportale veröffentlichte. Ein Bahnhofsvorsteher hatte einen Intercity-Zug in der Nacht zum 1. März auf die falschen Gleise geschickt. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit einem Güterzug. Die Ermittlungen zeigen jedoch, dass neben den menschlichen Fehlern auch die katastrophalen Zustände bei den griechischen Bahnen und politisches Unvermögen die Ursachen des Unfalls waren. Neben den JournalistInnen fordern auch andere Gewerkschaften des Landes, dass die Verantwortlichen für das Unglück zur Rechenschaft gezogen werden. Am Donnerstag sind landesweite Streiks geplant, die vor allem den Bereich Verkehr in Griechenland lahmlegen. Am Donnerstag gibt es außerdem einen von verschiedenen Gewerkschaften organisierten Generalstreik, der auch für Auslandsreisende weitreichende Konsequenzen mit sich bringt. Auch Fluglotsen beteiligten sich an diesem Streik. Der Streik beginnt in der Nacht zum Donnerstag um 0 Uhr Ortszeit. Flüge gibt es demnach 24 Stunden später ab Mitternacht wieder. Die Fluggäste seien informiert, teilten griechische Fluglinien mit. Auch Fährpersonal und Angestellte im öffentlichen Personenverkehr beteiligten sich an dem Streik. Der Zugverkehr ruht seit dem Unglück vom 28. Februar ohnehin landesweit. Eine Wiederaufnahme werde ab dem 22. März aus Sicherheitsgründen nur schrittweise erfolgen, erklärt der Verkehrsminister. Die wichtigste Zugverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki soll hingegen erst am 1. April wieder aufgenommen werden.